Wenn er es dir zeigt, siehst du es. Tatsächlich, als er die Teeblätter umgestülpt hat, kannst du die drei Runen für Borbrat im Zayat dort erkennen. Hast du eben gerade nicht erkannt, aber jetzt, wenn das dir andeutet, siehst du es. Wie habt ihr das gemacht? Was meint ihr damit? Diese Runen waren vorher nicht da. Und ich bin bewanderter, gelehrter Herr. Deswegen frage ich euch, wie ihr das gemacht habt. Ja, Andeuterei. Ja, aber Wahrsagen. das hat, also. Das ist doch das, wovon ich die ganze Zeit rede. Genau. Also, wir hätten jetzt trotzdem gerne eine Prophezeiung von euch hinsichtlich von dem, was wir tun müssen. Nun, aber nicht aus den Sternen. Das ist nun gut aus den Sternen. Aber das ist besetzt. Seht, ich möchte jetzt nicht den Nandos-Geweihten stören. Kann ich euch noch etwas anderes anbieten? Vielleicht das Lesen aus. Kommt schon aus den Vögeln. Na gut, wenn ihr unbedingt auf die Vögel setzt, dann schauen wir uns einmal die Vögel an. Oder aus Pflanzen, kann man auch machen. Aus dem Wuchs der Bepflanzung. Dann können wir auch gleich hier oben bleiben. Schauen wir mal, dort drüben befindet sich etwas Moos. Wenn es hier reinregnet und das Dach geöffnet ist, meistens in der Nacht, dann setzen sich einige Samen da ab. Nehmen wir einfach dieses Moos und Könnt ihr auch aus Steinen lesen? aus Stein? Nein, das beherrschen nur die Zwerge. Aber ich habe Angst vor Bosnickel, müsst ihr wissen. Ja, das kann ich natürlich nachvollziehen. Jemand eures Alters, ne? Das ist nachvollziehbar. Ja, er geht einmal von der Kommode in Richtung der Wand, wo er dann von der Öffnung so ein bisschen, spart ist das wohl, kratzt da so ein bisschen ab. Und hält das dann so ein bisschen in seiner Hand, schwenkt das so ein bisschen im Licht und hält das dann Beutags an den Bart ran. Ihr müsst nach Süden. Nein, nach Südosten. Ja, nach Südosten. Von hier aus nach Südosten. Und ich sehe etwas anderes. Nach Nordosten. Nach Nordnordosten. Man kann es hier in den Linien vom Traschbart erkennen. Eine große, kräftige Pflanze. Ja, eine schöne Pflanze. Was wollt ihr noch wissen? Euer Ziel ist an verschiedenen Orten. Einmal im Südosten und im Nordnordost. Also haben wir zwei Ziele. Ja. Wenn ihr den Magiergrafen von Edas finden mögt. Und nach was genau suchen wir? Ich sehe das Ogerkreuz im Sternbild Nandus. Sagt, seid ihr tätowiert? Natürlich nicht. Ich ja, aber es ist ein etwas archaisches Tattoo. Es ist von meinem Stamm. Seht, dieser Kurga. Darf ich es einmal sehen? Natürlich. Tut euch keinen Zwang an. Eine Kröte und ein Floh. Sehr interessant. Der Ja. Knoblauch. Ihr müsst in der Vergangenheit suchen, die gleichzeitig die Zukunft ist. Er wirkt aus der Vergangenheit in eure Gegenwart und wird eure Zukunft beeinflussen. Das kann ich hier sehen. Er ist immer noch existent. Ist gut zu wissen. Vielen Dank. Aber mir habt ihr noch eine Frage? Nein. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber. Er ist ein Hellseher. Ich bin mir nicht sicher, was er ist. Wie meint ihr das? Wollt ihr mir eure Träume schildern? Traumdeuterei beherrsche ich auch. Bin ein Zwerg, müsst ihr wissen. Nein, ich teile meine Träume mit niemandem. Wie wär's mit einigen Knochenwürfen? Ja, Ich habe das von einem Schaman, der Mohahas gelernt. Das ist doch was. Knochenwürfe. Ich habe leider keine Knochen dabei. Die meisten Knochen sind bei meinem Schamanen auf dem Schiff. Moment, er geht wieder zu der Kommode und zieht eine Schublade raus und holt dann den großen Sack mit Knöchlein heraus. Ihr müsst es schütteln, er gibt es aber mir. Aber mir los, schüttle. Na gut.
Und jetzt ausbreiten, aber hockt euch am besten hin, sonst fliegen sie durch den ganzen Raum. Die Nandos-Geweihten sind dann immer sehr empört. Ich lass den Beutel, dreh den Beutel nach oben, lass die Knochen rausfallen. Würfel nochmal auf Zayat. Du kannst die Zayat-Glyphen für die Region Aranien erkennen. Und zwar kannst du sogar die Form der Halbinsel daraus erkennen, so wie die Knochen gefallen sind. Und einige Knochen deuten, also es gibt einen größeren Knochen, es gibt kleinere Knochen, die dann auf bestimmte Stellen deuten. Und dann darfst du nochmal gerne auf Geografie würfeln, das darf Boltax auch machen. Okay, alles klar. Spezialisierung Aranien zählt natürlich. Das ist ein Wissenstalent, oder? Wissenstalent, ja. Dann habe ich das nicht. Okay, dann... Orientierung vermutlich. Orientierung, ja, aber plus 10. Ja, alles klar. Leiten von Wissen auf Natur. Ziemlich fremd. Ja. Ja. Also, da müsste man eventuell nochmal Zulamin fragen. Die kennt sich da ein bisschen besser aus. Ob das jetzt nach Elberum zeigt, also wenn das jetzt diese Form von der Oronischen Halbinsel ist, könnte das eventuell Elberum sein. Das andere, das ist so eine Stiefelform, vielleicht ist das Malkes und andere Punkte, die dann auch noch beschrieben werden, aber eure Geografie ist einfach zu schlecht und das sind einfach nur Knochen. Einfach nur Knochen, die jetzt wild auf diesem Boden herumgeflogen sind, ob das jetzt wirklich Zorgan ist oder... Das ist einfach Blödsinn, hier irgendwie Städte reinzudeuten. Also, außerdem ist es sowieso ein Quacksalber. Also wären es Steine, könnte ich jetzt etwas mehr daraus lesen, aber zumindest sieht das ein bisschen wie Aranien aus. Da gebe ich eigentlich recht, aber diese Art von Deuterei hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Hier kann man es sehen, der Ritter und der Knappe. Das Madermal und das hier ist die Loslinie. Oh, ihr kennt euch mit den Linien aus. Ja, und hier das alltägliche Leben. Der Sultan und der Kaiser. Das ist der Bulle, das ist das Brot. Ganz eindeutig. Darf ich mal auf Sternkunde würfeln? Kannst du auch machen. Also als Ableitung Deuten der Zeichen. Es wäre Deuten der Zeichen. Zulamin hat das, du leider nicht. Ich würde aber mit einer Ableitung plus minus, also mit einer plus 5 hast du es geschafft. Das, was er sagt, das sind nicht einfach nur irgendwelche Begriffe. Das gibt es halt wirklich. Also du kannst aus Knochen würfen, kannst du vor allem in den talusischen Methoden kannst du die Verschmelzung von Volksmythen, da redet man von sowas wie den Wandelstern, klar. Und das ergibt schon irgendwo Sinn, was er sagt. Aber die Art und Weise, wie du es gedeutet hast mit Aranien und irgendwelche Städte, die darauf gezeigt werden, vor allem das war ja auch die Frage, die er hat. Also das, was er sagt, ist nicht falsch. Abelmir, das ist schon gewissermaßen wissenschaftlich. Entzieht sich einfach nur eurem Kenntnisstand. Ich bin mir nicht sicher. Sind zumindest Begriffe, die im, war das noch Talusischen vorkommen. Ne? Ich habe einmal mit Zulamin darüber gesprochen. Sitzt häufiger vor so einer Sandschale, wo ein Pendel drüber geht. Ne? Ihr erinnert euch auf dem Schiff. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich er ist oder ob er nur ein Gefäß ist für eine höhere Macht. Kommt gerne morgen noch einmal wieder, wenn ich mit den Vögeln spreche. Oh, sehr gerne, das werden wir. Aber wir sind alle Gefäße für höhere Mächte. Nun ja, die einen mehr, die anderen weniger. Ihr müsst euch nicht traurig fühlen, dass euch noch keine höhere Macht erwählt hat. Oh. Das kommt noch. Gut, ja. Wenn ihr das sagt. Ja, ich bin fest davon überzeugt. Felsenfest, könnte man sagen. Eine Stunde später könnt ihr wieder gemeinsam in der Taverne stehen, die ihr ausgemacht hattet. Wo wolltet ihr hin? Auf dem Söldnermarkt oder wo? Zum Mirham, zum Hotel, Gasthaus, wie es heißt. Mirham wollten wir uns treffen. Okay.
glaube, das ist hier oben Mehrhammer Tor. Ja, das ich wollte gerade sagen, 66. Genau. Ja, Haus Mirham. Ja, Abelmir und Boltax diskutieren wohl noch angeregt. Abelmir und Boltax haben gegenseitig die Hände auf und diskutieren da wohl gerade über irgendwelche Linien, die sie da erkennen können. Sind natürlich viel zu spät. Die anderen sitzen da schon mit einem zünftigen Wein oder gutem Bier und hatte dann schon über die letzten Ereignisse getratscht, während dann die beiden verspätet eintreffen. Aber mir seht ihr, meine Linie ist viel länger als eure, obwohl meine Hand so viel kleiner ist. Ha, nun, dafür ist meine verschlungen da. Das ist richtig. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Ich wusste nicht, dass diese Linien so... Aber guck mal, meine hat hier, kurz vor Ende, macht sie so einen Sprung. Das seid ihr ja. Und wir dachten, wir müssen uns beeilen. Oh. Könntet ihr erstmal eure Linien wieder einpacken und euch hinsetzen? Aber das ist eine sehr... Ach ja, es tut mir leid, Jalan. Auf eure Hand kann man ja nichts lesen. Und diese Hand liest dir gleich was vor. Oh, habt ihr ein Buch, das ihr aufschlagen könnt? Oh, sie schlägt was auf. Ach, Jalan, jetzt kommt. Nun gut, setzt euch. Wir hatten schon überlegt, ob wir euch retten kommen müssen. Doch retten? Ich weiß es nicht, vielleicht hat dieser Hellseher ja aus euren Eingeweihten die Zukunft lesen wollen. Welcher Hell... woher wisst ihr davon? Seid ihr auch ein Hellseher, Jalan? Nein, man kann euch nur von draußen schon hören. Oh. Ihr seid immer viel zu laut, wenn ihr diskutiert. Ja, aber es ist ein sehr interessantes Thema gewesen. Wir haben ein Horoskop bekommen und morgen kriegen wir noch eins. Reden wir doch erst einmal über zweckdienliche Dinge. Ja, also nicht dieses Horoskop. Was habt ihr herausgefunden? Nun, Zulamin, warum fängst du nicht an? Nun, wir waren wie geplant im Breyers-Tempel, aber das kann euch Jalan erzählen. Außerdem haben wir noch einen Abstecher in den Effert und Jalan auch in den Ruhr- und Gror-Tempel gemacht. Ich habe die Hochgeweihte im Effert-Tempel nach diesem Rochentierkönig gefragt. Er hat offenbar einen Namen. Vautor. Sie meinte, sie wisse nicht viel, aber sie wusste zumindest etwas. Sie war der Ansicht, es sei kein Alvaronia, sondern tatsächlich ein Avatar, also eine Erscheinungsform eines Gottes, allerdings nicht Koas, sondern Efferts. Ich denke, es ist naheliegend, dass die Texte der Effert-Kirche davon ausgehen. Aber was nun tatsächlich zutrifft, Effert erscheint naheliegend, denke ich, naheliegender als Koa. Aber, nun, was naheliegend ist, ist nicht unbedingt das, was wahr ist. Ach, die Effert-Geweihten behaupten, alles im Wasser gehört immer zu ihnen, also, was man darauf geben kann. Richtig, auf die Perspektive kommt es an. Aber sie hat noch etwas Interessantes erwähnt, und zwar fragte ich sie danach, wie man diesen Avatar denn eventuell befreien könnte, wo er zu finden sei. Und sie erwähnte, dass vor 7 Jahren die Myranor-Expedition ihn offenbar gefunden hätte, aber nicht in der Lage war, ihn zu befreien. Sie haben einen Käfig gefunden, der irgendwie im Wasser trieb? Also einen richtigen Käfig aus Metall oder Holz oder eher etwas Abstraktes? Das schien sie nicht so genau zu wissen. Aber... Oder hätte dieser Ort dann nicht auf der anderen Seite des Kontinents gelegen? Das wollte ich euch fragen. Ich bin nicht ganz sicher. Ist etwas über die Route bekannt, die Myrano-Expedition genommen hat? Wir haben mal so einen alten Zausel getroffen, der meinte, er wäre wieder davon zurückgekehrt. Ein Spinner meiner Meinung nach. Aber über die Route hat er nichts erzählt. Avelmir, seid doch Horasier, wisst ihr nicht irgendwas? Nun ja, aus dem Horasreich gehen regelmäßig Expeditionen ins Güldenland. Manche kommen zurück, manche nicht. Sie sagte vor 7 Jahren, und sie müssen ja wohl zurückgekommen sein, zumindest einige von ihnen, denn sonst lägen über diese Begebenheit keine Berichte vor. Hatte sie einen Namen erwähnt? Den Kapitän? Nein. Vielleicht lässt sich dies in den
im Effner-Tempel noch einmal herausfinden. Für gewöhnlich halten die doch Kopien von allen Logbüchern nach, der sie Hafaf werden können. Kannst du nun auch noch einmal gewisse Freunde in Belhanka beschreiben. Vielleicht wissen die etwas Näheres. Wir könnten natürlich auch so lange durch die Hafenkneipen ziehen und jedem ein Bier ausgeben, bis wir genug übereinstimmendes Garn gehört haben. Ich möchte einen Gegenvorschlag machen. Die Navigatorenschule müsste es am ehesten wissen, nicht wahr? Ich bin mir nicht sicher. War diese Unternehmung geheim? Nein. Die Route denn nicht? Nun. Ich dachte eigentlich immer, man sagt westwärts ho und los geht's. Aber es scheint ja ein wenig komplizierter zu sein als das. Ja, das haben ja schon viele vorher versucht. Nun, diese Expeditionen müssen sorgfältig geplant werden und ausgerüstet werden. Und nun ja, man startet sich einfach eine Expedition ins Güldenland. Wie gesagt, ich kann noch einmal anbieten, meine Kontakte in Belhanka zu kontaktieren. Wann erwartet ihr Antwort? Das ist in Belhanka immer so eine Sache. Mal geht es sehr schnell und mal sind die Kontakte gerade auf Reisen. Nun, es kann wohl nicht schaden, zumindest einmal anzufragen. Dann werde ich das tun. Ja, bitte. Nun, jedenfalls, dass sie ihn nicht befreien konnten, ergibt ja durchaus Sinn vor dem Hintergrund, was wir erfahren haben, oder? Denn sie hatten diesen Reif der Wogen nicht? Reif der Wellen. Ja. Naja, ich vermute auch nicht, dass es wirklich eher ein Käfig ist, sondern, naja, jetzt nicht göttlich, aber vielleicht etwas Dämonisches, irgendwie sowas. Aber wenn es irgendwo im Westmeer ist, es könnte sehr weit weg von hier sein. Ja, das ist ein guter Punkt. Und ja. Uns rennt die Zeit davon. Mir ist einer Lanferner bekannt, der schon mal in Myranor war, zumindest kennt man in der Armada seinen Namen. Er ist Kapitän der Monsanit. Boragon Kure ist sein Name. Kure, ist das nicht so ein Grandenhaus? Ist es. Also vermutlich bekämen wir ihn auf die eine oder andere Weise zu fassen und können ihm ein paar Fragen stellen. Wo wir gerade bei Grandenhäusern sind, Abelmir und ich werden eine kleine Soiree geben. Ich bin erstaunt, dass ihr das Wort Soiree kennt. Natürlich, ich war zwei Jahre fast im Horasreich gewesen. Ne? Erzählt uns mehr. Und was genau ist das? Also eine Soiree ist eine kleine Festivität, bei der es Alkohol und kleine Häppchen gibt, der man sich sehr fein anzieht. Und wir wollen ein paar Leute aus der Akademie und der Universität einladen. Dekan hat gesagt, das ist eine gute Idee und er wird uns ein paar Studenten empfehlen und dann haben wir noch den Spektabilität von der Magierakademie eingeladen und der kommt auch. Das ist ein fantastischer Gedankenleser. Oh, er konnte selbst in meinen Geist eindringen. Wir sollten die Krankenhäuser einladen. Sehen, wer auftaucht. In Ordnung. Zwei Fragen. Und zwar, können wir aus diesen kleinen Häppchen etwas größere Häppchen machen? Und passt das, was ich gerade trage, zum Anlass? Nein. Ja und nein. Ich fürchte, nach der langen Seereise können wir alle einen Schneider vertragen. Man hat mich im Pryor-Stempel doch kaum als Geweihten erkannt. Könnt ihr es glauben? Ja. Es ist vorstellbar. Und das erste Jahr soll mir genügen. Naja, die Pryor-Geweihten hier haben nicht eure Qualität. Was das angeht, man hat uns ein sehr konkretes Angebot im Tempel unterbreitet. Ja, da steht auf, macht die Fensterläden zu. So wie man mir sagt, könnte das Haus Zornbrecht sich als, sagen wir, kooperativ erweisen, wenn wir ihn aber unter die Arme greifen könnten, die Flotte der Karinos unter ihre Kontrolle zu bringen. Also wenn das euer Plan ist, solltet ihr mehr schließen als Fensterläden. Nun, mein Plan ist derzeit erst einmal mehr herauszufinden. Sicher, dass wir an der Machtumverteilung innerhalb der Granden Familien teilhaben wollen, das bringt uns einen sehr schlechten Ruf bei einigen Familien ein. Ich fürchte, den werden wir am Ende dieser Sache so oder so bekommen. Nun, aber nicht, dass wir am Ende dieser Sache in des Drachens Küche landen.
nicht das erste Mal, dass wir eine ähnliche Unternehmung angestrebt haben. Wir haben nicht viele Verbündete, die wir noch gewinnen können. Es sollte jetzt auch langsam irgendwann mal klappen. Wir müssen Verbündete gewinnen. Und wie sich mir die Lage hier in der Stadt darstellt, sobald wir eines der Häuser als Verbündete gewinnen, gewinnen wir alle anderen als Feinde. Man munkelt unten im Hafenviertel, dass es eine Familie zu geben scheint, die versucht, die Stimmung in der Stadt gegen die anderen zu kippen. Und von welcher Familie sprichst du? Ja, dann zuckt mir den Schultern. Ich weiß es nicht, aber es lässt sich sicherlich durch einige gezielte Fragen herausfinden. Und aber das ist ja nichts Neues. Die Granden versuchen sich immer untereinander irgendwie ans Bein zu pissen. Nun, es könnte sein, dass es Zeit für eine, sagen wir, permanentere Machtverteilung wäre. Denn wenn eine Familie den Silberberg an sich reißt und uns ein großes Maß an Dankbarkeit schuldet, könnte dies mehr zu unserem Vorteil sein, als wenn wir mit 9 Familien einzeln kleinere Beihilfen ausschachern müssen. Du willst alles auf ein Pferd setzen. Ja, dann zuckt wieder mit den Schultern. Nun, das Leben ist ein Glücksspiel. Ja, ihr unterschätzt, mit wem ihr es zu tun habt, mein Freund. Die hassen sich schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Wenn das so einfach wäre, wäre da nur noch einer. Wir haben schon mehr Intrigen gespinnt als wir, und das will was heißen. Nun, zum Glück, Raphim, sind wir ja auch Spezialisten für Dinge, die nicht einfach sind. Das ist richtig. Ich werde so lange und so... Na gut, ich kann meine Hand über euch halten, aber... Wenn ihr anfängt, irgendwelche Grandensöhne umzubringen, dann... Bitte. Wir alle tot. Bitte, ihr beleidigt mich. Wie kommt ihr auf die Idee, ich würde ohne jeglichen Grund anfangen, Grandensöhne umzubringen? Naja, so Abel, mir und dieser Hohn sind damals mit einer Leiche aufgetaucht. Einfach so. Nun gut, was das angeht, ich denke, nein, es ist noch nicht so wichtig. Jedenfalls, wir werden uns heute, zumindest ich und zumindest einer von uns sollte wohl mitkommen, werden uns heute Abend unten in der Nähe der Arena mit einem Preiausgewalten treffen, der bereit ist, ein paar, sagen wir, inoffizielle Aussagen zu tätigen. Aber vielleicht solltet ihr dann jemanden aus Al-Anfa mitnehmen, also entweder Diamantis oder Raphim. Raphim mitzunehmen könnte ihn verschrecken. Das würde ich sogar garantieren. Und denn alles, wo die Basaltfaust ist, sind die Nasen der Granden für gewöhnlich nicht weit, und ich habe das Gefühl, dass er diese lieber nicht in seinen Angelegenheiten sehen möchte. Ja, gut, ich verstehe. Ich würde meinen Finger darauf legen, dass alles, was ihr mit Preios Geweihten hier in der Stadt besprecht, auch an die Zornbrechts weitergeleitet wird. Wir sollten vielleicht nicht offen reden. Wie kommt ihr darauf? Wisst ihr zufälligerweise, wie die Verbindung zwischen diesem Hochgeweihten und dem Haus Zornbrecht ist? Denn offensichtlich stand einer zu bestehen, aber ich bin noch nicht auf ihre exakte Natur gekommen. Die Preiausgeweihten waren hier schon immer in der Tasche der Zornbrechts. Franja hat nicht allzu viel über die Geschehnisse in ihrer Familie berichtet. Doch ab und an, bei einer stillen See, konnte man sie doch reden hören. Mit sich selbst. Sehr viel. Wenn man zugehört hat, dann hat man einiges im Machtgefüge hier mitbekommen. Und Ajoten, die gehören eindeutig zu den Zornbrechts.